Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian und Sascha heute hier wieder on air. On air. Heute am 19. September haben wir ein Geburtstagskind, das ist 1815 geboren und habe erst gedacht so, hä? Louis van Gaal? Habe ich gedacht so, hä? Habe ich gar nicht gerafft. Und habe ich weitergelesen, habe gesagt, hä? Verheiratet, gebürtig Schücking? Ich so, was? Verstehe ich überhaupt nicht. Louis van Gaal hat einen Mädchennamen. Und dann dann steht da deutsche Schriftstellerin. Ich so, was? Und dann habe ich erst gelesen, ach so, 1815 habe ich dann gerafft. Klar, Louis van Gaal, kennst du? Louis van Gaal ist ja ein Fußballtrainer, der kommt, der mutet schon so an, als wäre er sehr alt, aber 1815 wäre ein bisschen, ja. Genau. Ja, ja. Und dann habe ich gelesen, Luise von Gaal. Nee, Luise von Gall, so. Keine Ahnung, wer mir die Luise von Gall da in die Unterlagen reingebracht hat. Ja? Aber Luise von Gall ist eine Schriftstellerin, die hat heute Geburtstag, ist 1815 geboren. Alles Gute. Jetzt könnt ihr mal recherchieren, wer Luise von Gall ist und nicht Louis van Gaal. Genau. Sorry. Ja. Trotzdem alles Gute. Ja. Luise. Also, lebt ja nicht mehr. 19. September 1985. Das schwere Erdbeben Mexiko-Stadt mit einer Stärke von 8,1 auf der nach oben offenen Richterskala. Ein sehr verheerendes Erdbeben, wo 30% der Stadt zerstört wurden. Das war 19. September. 19. September 1985, ja. Das war, ach ja, das war kurz vor der Weltmeisterschaft. 1986 war ja Weltmeisterschaft in Mexiko. Und da kann ich mich dunkel dran erinnern, dass das so ein Riesending war, weil ja die Fußball-Weltmeisterschaft da war und da war alles irgendwie in Frage gestellt plötzlich. Mhm. Ja, stimmt. Das war damals. Da war ich ja erst 11 oder 12 und ich kann mich trotzdem dran erinnern. Hammer, das ist ja schon 400 Jahre her. Ja, weil du in der Zeit nicht so viel getrunken hast. Deswegen kannst du dich dran erinnern. Manche sagen so, manche sagen so. Ja. 19. September, da haben wir wieder ein Fakt des Tages. Ja. Der schwerste Mann wog, und da bist du weit weg von, wog 635 Kilo. Was? 635 Kilo. Ja, jetzt mal im Ernst. Ja, ist 635 Kilo. Ja, ohne Gepäck. Also der wog einfach 635. Man kann doch nicht 635 Kilo wiegen. Dann mach noch ein bisschen so weiter und dann bist du da dran, ehrlich. 635 Kilo hat er gewogen. Das war der schwerste Mann of the world. Of the world. Ja. Heaviest man of the world. Heavy. Ja. Aber der kann natürlich nicht laufen oder sowas, sondern der hat da wahrscheinlich nur rumgelegen. Oder wurde gefahren. Und wurde gewaschen. Mhm. Gefüttert. Mit einem Hochdruckreiniger. Ist ja auch schon fies, ne? 19. September. Hast du noch was? Nee. Achso, das war der 19. September. Das war der 19. September. Morgen sehen wir uns wieder am 20. September. Genau. Cheerio, ist immer schön mit dir, Christian. Tschüss. Ist immer schön mit dir. Cheerio, Mr. Hofi.